Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Eventuell ist das jetzt wirklich Folge 100, ich weiß es noch nicht. Ich habe das noch nicht nachgesehen, nachgeschaut, nachgezählt. So, aber ich habe vor, immer noch Xardas zu finden. So, und die Säbelzahnkatze auch auseinanderzunehmen. Hat auch so schön geklappt. So, dann nochmal hier was futtern. Dann da hinten weiter gucken. So, ich gehe nämlich sehr stark davon aus, dass hier hinten irgendwo Xardas sein könnte. Vielleicht auch an den Eiswölfen hier vorbei. Oder den Weg hier hoch. Könnte auch sein. So. Hat nicht funktioniert. Schade. War ein Wolf zu viel. Dann hätte es vielleicht geklappt. Dass die aber auch immer so im Nachhinein so immer angreifen. Wenn der eine schon angegriffen hat, geht der andere zurück und der nächste ist schon, bereitet sich schon vor und so. Vielleicht auf diese Art einen anlocken. Okay, kommen komischerweise nur zwei. Okay, die anderen kommen nicht. Interessant. So. Ja, komm, jetzt trifft die doch. So, manchmal gehen die Eiswölfe mir auf den Sack. So, immerhin gab es da einiges jetzt an Fleisch zu holen. So, aber wir wollen hier mal den Weg weiter. Ich hoffe, dass wir hier Xardas finden. Beziehungsweise vermutlich ist er auch eher oben auf dem Berg. Aber ich will ihn jetzt langsam finden. Wenn das hier jetzt Folge 100 ist, dann wäre das was Besonderes, wenn wir genau Folge 100 ihn finden. So, vielleicht nochmal speichern. So, was ist das nochmal für ein Kraut? Das müsste, glaube ich, okay, das Wolfskraut. Ah, Ruckel! Das lag jetzt nicht an mir. Also nicht an OBS. Ah, die Katzen schon wieder. So. Okay, jetzt treffe ich die gar nicht. Das war ein langer Kampf mit der Katze. Ein sehr langer Kampf. So, Felsnessel. Und nochmal Salat essen. Ja, sieht gut aus. Ich dachte schon da hinten, das sei der Turm. So, wohin führt diese Höhle hier auch? So.
Vielleicht speichere ich einmal, bevor ich da reingehe. Ich weiß jetzt nicht, was das für eine Höhle ist. Wir waren aber schon mal bis dahin gekommen. Was ist das für ein grauer oder dunkler Rauch? Ich lasse die Fleischwanzen hier mal in Ruhe. Ich glaube, wir müssen den Berg hoch. Dann waren wir doch schon mal hier. Also ja, wir waren schon mal hier, aber drinnen, richtig. Ich hoffe, wir finden ihn jetzt mal. Und es hieß ja erst irgendwo hier im Osten. Wir sind jetzt im Osten der Karte. Da sind einige Eiswölfe. Ich speichere nochmal. Und dann locke ich vielleicht ein paar von denen an. So. Der erste ist hinüber. Alter, wie übertreiben die? Übertreiben ja richtig die Wölfe. So, was futtern? Vielleicht noch mal einen davon? Ja. Noch mal speichern. So. So. Da hätten wir jetzt die Goblins. Ist da ein Schamane mit bei? Erstmal mal ein Stück Fleisch. Ich weiß jetzt nicht, ob der Eisgolem da uns auch noch gleich attackiert. Komm, wir greifen den zuerst an. So, weil der Goblin, der steckt da eh fest. Der kann uns gerade nichts anhaben. Haben wir erledigt. So, jetzt ist die Frage, den Weg oder den anderen? Ich würde hier auch noch mal kurz speichern, bevor wir weitergehen. Weil eines der beiden Wege müsste der richtige sein. Ich hoffe. Bis jetzt habe ich noch keine Ahnung, wo der sein könnte. Ich habe seinen Turm gefunden. Da ist wieder ein Eisgolem, wie es aussieht.
So. Da! Da! So, haben wir ihn? Okay, nochmal Salat fressen. Ich weiß jetzt nicht, was da noch für Gegner auf uns warten. Aber dann haben wir den Teufelskerl endlich gefunden. So. Stellt sich dann nur die Frage, was müssen wir dann sonst noch machen? Haben wir uns auch einfach komplett durch den gesamten Kontinent, also durch Mutana, Varant und Nordmar gekämpft, um rauszufinden, wo er ist. Vielleicht speichere ich noch einmal, bevor ich hier weitergehe. Ja, da sind wir. Xardas, der Turmfetischist. Finde Xardas, Erfahrung 1250. Und toter Diener. Telekinese. Viel Gold. Was ist das? Golem beschwören. Tiere rufen. Ah. Hier hat es sich ganz schön nett gemütlich gemacht. Nach dem ersten großen Krieg herrschten die Orks im Reiche Mirtana. Und die Menschen waren ihre Sklaven. Aber die Kämpfer waren ihre Gladiatoren. Altes Wissen, nochmal plus 3. Tiergestalt. Okay, wo steckt der Alte? So, Teleportstein. Ich weiß jetzt nicht, was passieren wird, wenn wir mit ihm reden. Xardas, der ist uns gegenüber verbündet, okay. Da bist du ja endlich. Xardas, während ich wochenlang unterwegs war, hast du dich in einen Krieg eingemischt. Also wie wär's, wenn du mir einfach erzählst, was los ist? Gut, seit langer Zeit arbeite ich an einem Plan. Seit wir in der Barriere gefangen waren. Seit dem Zeitpunkt, als Belia damals zu mir sprach. Was für ein Triumph wäre es für ihn gewesen, mich auf seiner Seite zu wissen. Einst der oberste aller Feuermagier, nun ein Diener des dunklen Gottes. Zum Schein ging ich auf sein Angebot ein, doch das Wissen, das er mir verlieh, nutzte ich gegen ihn. Ich habe alles für dich vorbereitet. Aber was? Das ist eine lange Geschichte. Wenn ich sie dir erzählt habe, wirst du verstehen, warum es mir schwer fiel, ohne dich eine Entscheidung zu treffen. Wovon sprichst du? Erzähl... Du sprichst von der Entscheidung zwischen Innos und Belia? Du sprichst von der Entscheidung zwischen Innos und Belia. So wie ich das sehe, sind das zurzeit unsere einzigen beiden Möglichkeiten. Aber vielleicht gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Einen anderen Weg. Doch dafür musst du mir die Artefakte Adanos bringen. Warte. Nee, warte. Alle? Nee, ich wollte hier. Erkunde die Ruinenfelder von Al-Shadim. Habe ich noch nicht gemacht? Finde für Robert heraus, was Xardas plant. Rokos Höhle?
Ich habe aber jetzt den Teleportstein zu Xardas, oder? So, warte. Bakr, Schmeltern, Farim, Braga, Bensala, Ibn Erai, Gotha, Ishtar, Kabdun, Lago, Montera, Trelis, Sylden, Redok, Okara, Murasul, Xardas Turm, hier. Feuerclan, Innustrein und Kloster und Bilia Tempel in Bakarisch. Wo ist Xardas hin? Komm, ich hab eh gespeichert, also... Ich habe die 5 Artefakte Adanos. Dann hältst du große Macht in deinen Händen. Eine Macht, die Zuben und Roba auf ihrer Seite sehen wollen. Beides ist möglich. Mit diesen Artefakten kannst du dich für Innos oder für Belia entscheiden. Und was hast du vor? Ich sage, es liegt an uns zu verhindern, dass Belia oder Innos diesen Krieg gewinnen. Denn was würde passieren, gewinnt einer der beiden? 1000-jährige Herrschaft unter dem Willen eines Gottes. Am Ende wird es wieder Krieg geben. Mein Plan sieht vor, diesen Wahnsinn für immer zu beenden. Das ist der dritte Weg, den ich dir anbiete. Doch diese Entscheidung treffe nicht ich, sondern du. Und welche Rolle spielen die Artefakte dabei? Gehe zum Erzofen im Nordbar und zerstöre sie. Nimm den Fokusstein. Er enthält die gesammelte Magie der Runen. Es ist genug Energie, um den Erzofen so anzufeuern, dass die Artefakte darin vernichtet werden können. Ich soll die Artefakte vernichten? Damit ihre Macht nie mehr eingesetzt werden kann. Aber die Entscheidung liegt bei dir. Entscheidest du dich für Belia oder Innos, ist alles, wofür ich gekämpft habe, verloren. Zumindest für die nächsten 1000 Jahre. Was ist, wenn ich die Artefakte zerstört habe? Was ist, wenn ich die Artefakte zerstört habe? Dann beschreiten wir einen Weg, dessen Ziel wir nicht kennen. Aber es wird noch nicht vorbei sein. Alles Weitere werde ich dir sagen, wenn die Artefakte zerstört sind. Zu Zuben kann ich das eh nicht mehr bringen. Er will die Artefakte jedenfalls nicht für sich. Zuben und die Orks haben wir ja eh bekämpft. Und jetzt für Lee sollen wir König Roba bekämpfen und haben dann die Rebellen auch gegen uns. Also, Moment mal, wir haben also 3 Möglichkeiten, das Spiel zu beenden hier, rein theoretisch. Ich will das jetzt einmal kurz zusammenfassen für mich selber, so, wenn ich das auch richtig verstanden habe. Wenn nicht, könnt ihr mich gerne in den Kommentaren korrigieren. Aber Möglichkeit 1 ist es, wir geben die Artefakte König Roba und sind als Paladin dann auf der Seite der Rebellen. Möglichkeit 2. Wir geben die Artefakte Zuben und sind auf der Seite von Belia, den Assassinen und den Orksöldnern. Möglichkeit 3. Xardas Plan. Wir zerstören die Artefakte und sind quasi auf der Seite Adanos, gehe ich mal von aus, der da Gleichgewicht hält und sind dann gegen die Menschen und die Orks. Habe ich das richtig verstanden? Oder interpretiere ich da irgendwas falsch? Also ich muss jetzt erstmal den ganzen Weg wieder zum Hammerclan zurückgehen. Und ich habe keinen Teleportstein zum Hammerclan. Ich weiß zumindest jetzt, was Xardas vorhat. Und endlich sind wir ihm mal begegnet hier. 100 Folgen hat das gedauert. Vielleicht auch mehr. Aber 100 Folgen haben wir gebraucht, um ihn zu finden.
Wohin führt der Weg überhaupt? So, wir wollen zur Schmelze eigentlich wieder. Vielleicht ist das eine Abkürzung, ich weiß es nicht. Ah, wieder so eine Katze. Die gehen mir auf den Nerv. Ja, bleib da bitte stecken. Braves Kätzchen. Also, ich hatte ja gesagt gehabt, so, ich werde so oder so jeden hintergehen. Also Xadas Plan gefällt mir bis jetzt am meisten. So, wo ist denn hier? Hier gibt es keinen Schaman. Oder? Gibt es einen Schaman? Hier gibt es keinen Schaman. Und zu viele Goblins hier auf einmal zu schlagen. Aber keinen Schaden machen. So, Schwester von Goblin-Überfall, rufe Nordner. So, alles wieder mitnehmen. Keine Ahnung, was das für eine Quest war, aber schön, dass wir die erfüllt haben. So. Können wir hier nochmal was kochen? Ja, nochmal 10 Fleisch. Passt. Perfekt. Und nochmal speichern. Mal gucken, wo das hier hinführt. So, Sonnenkraut. Also die Theorie, die ich hatte, dass dieser Weg es ist, der zu Xadas führt, war doch der richtige. Ich glaube, ich bin irgendwann mal falsch abgebogen oder wieder zurückgerannt. Ich weiß es nicht mehr. Aber wenigstens haben wir den Typen gefunden. Hier sind noch mehr Orks. Nochmal speichern. Also ich glaube, ich setze mich hier wirklich gegen jeden. Oh. Ich hätte die ruhig da alleine gegen die Dinger kämpfen lassen sollen. Wenn die da reingehen. So, dann lasse ich die da drinnen kämpfen. So, dann lasse ich die kämpfen, dann räumen die mir da ein bisschen auf. Wie hast du mich gesehen? So.
Sollen die sich da drinnen bekämpfen? Vor allem, wir haben 16 Erfahrungspunkte. 3000 bräuchten wir noch für die nächste Stufe. Warte mal, da ist einer mit... Okay. Mal gucken, welche gewinnt. So. Den hier sind wir jetzt. Okay, wer hat auf mich abgesehen? Du schon wieder, Bleib stehen, Mora. Jetzt hör auf, nach hinten rumzulaufen. So. Ich speichere einmal und dann... Der Kampf wird nicht lange dauern. Okay, wieder drei Orks. Ja, komm. Jo, abhauen, abhauen, renn! So, noch mal eins. So. Ja. Überlebt. So, gibt's hier noch was? Ja. So, vielleicht nochmal den hier. Und so. Und so. Und nochmal speichern. Speichern, habe ich gesagt. So, ich hoffe, der kommt hier jetzt raus. So. Nice. Haben wir den erledigt? Du bist kein Gegner für mich. Ist ja auch nur noch der eine hier, oder? So. Ich weiß jetzt nicht, ob dich hier noch mehr erledigt haben. Was liegt da? Ah, ein Stein. So. Dann müssen wir hier eben noch den Ahrenstein irgendwo hinpacken. So, hier liegt... Ich muss das alles wirklich irgendwo noch verkaufen gehen. Da hinten geht es noch weiter. Also kommen da wahrscheinlich noch Untote uns entgegen. So.
So, den haben wir erledigt. Eigentlich können wir die nur erledigen. Okay, das scheint ein etwas weiterer Weg zu sein. So. Da! Nein! Hat er noch einen letzten Stich abgesondert hier? Was ein Arsch. So, aber nochmal speichern und bevor wir den Rest da noch angreifen, erlegen. So, da kommen ein paar mehr diesmal. Da! 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 Ja, oh, komm. Da! Da! Oh. Oh, kommen sie jetzt alle? Geht schon gut los. Da. Da. So, einmal kurz hier hin. Da. Schnell. Da. 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 So. So, das hat aber auch gedauert. So, wir sind auch außer Puste, wie ich sehe. Aber da können wir speichern. Ich trinke jetzt noch mal eben einen Schluck. War gelogen, waren zwei Schlücke. So. Sind das jetzt nur die vier da hinten? Da, da, da. Fünf. Da. So. Ich erledige den da zuerst. Der nervt. Du nervst, ja, richtig. So, wer ist das? Snorre. Okay, der scheint ein cooles Schwert zu haben. So, ein bisschen was snacken. Der braucht ja noch ein Weilchen. Yo. Da. Schnell ausweichen. So, bis er hier ist, können wir eben snacken. So, einen noch. Okay, und dann können wir sein
Arnstein hier reinpacken? Ein Sockel. Dort kann man was reinstecken. Ja, den Arnstein bitte. Der Arnstein passt genau hinein. Okay, Stärke habe ich auch nochmal dazu bekommen. Keine Ahnung, was ich da... Ich brauche einen Dietrich. Ja, kein Dietrich. Toll. So, was war sein Schwert hier, was er hatte? Habe ich den schon eingesammelt? Wahrscheinlich war das ein Breitschwert. So, ich werde hier jetzt nichts mehr einsammeln. Das ist einfach viel zu viel Zeitverschwendung, sage ich jetzt mal. Wir haben eben mehr als genug Geld. Ich habe auch keinen Plan, was ich damit noch anfangen soll. Wie viel? Wir haben 27 Lernpunkte. So. Es fehlen dann nur noch die beiden hier. Und hier müssten wir jetzt auch schon gleich beim Hammerclan da sein. Wo auch die Schmelze ist. Wo kommst du denn her? Ich dachte, ich habe euch alle ausgestaltet. So, Hammerclan, da wären wir. Ich speichere noch einmal, weil wir jetzt hier angekommen sind. So. Ach, hier. So, gehen wir hinunter in die Schmelze und schmeißen das dann mal da rein, die Artefakte. Ich hätte jetzt wirklich gerne die Krone gehabt, aber dann halt ohne Krone. Hätten wir die auch korrumpieren lassen können so? Ich finde es jetzt doof, dass wir jetzt doch Zubin ausgeschaltet haben, dass wir dann doch nicht mehr auf die Seite von Belia gehen konnten. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal so das logisch Richtigste. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So. Kann ich das Ding benutzen? Ist das dein Ernst? Mach hier keinen Ärger. Du hast klar? Doch sicher noch was zu erledigen. Ich würde das Ding gern benutzen, oder muss ich das hier machen? Am besten, du hältst dich da raus. Trotzdem gefällt mir das. Okay, die sind weg. Erzofen. Ofen mit Fokusenergie heizen. Artefakte vernichten. So, ich benutze das hier einmal und mache nochmal das. Müsste der Blick wieder normal sein, ja. Ist das dein Ernst? So, findet... Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Kann dir doch egal. Ich porte mich einmal zurück zu Xardas. Wo ist das X? Da ist das X.
dann sage ich ihm mal Bescheid. Ich will den Weg hier hoch zu ihm nicht nochmal gehen dürfen, brauchen. Wo ist er? Ja, sag bloß, er ist jetzt weg. Ist er hier? Ja. Warum weckst du mich? Ja, weil die Artefakte... Die Artefakte sind zerstört. Es ist getan. Du hast dich entschieden. Wie geht dein Plan weiter? Wir werden die göttliche Macht, die noch übrig ist, von dieser Welt entfernen. Selbst ich vermag nicht zu sagen, wohin uns dieser Weg führt. Doch eins ist sicher. Es gibt kein Zurück mehr. Was ist mit deiner Macht? Auch ich trage die Macht der Götter in mir. Und auch diese Macht darf nicht auf der Welt bleiben. Und wie hast du dir das vorgestellt? Wenn es an der Zeit ist, werden wir die Welt verlassen und in das unbekannte Land gehen. Was ist das unbekannte Land? Was ist das unbekannte Land? Das weiß niemand. Es gibt ein Portal weit im Westen. Doch niemand vermochte es bisher zu öffnen. Ich kümmere mich darum. Ich habe den Stab des Wanderers. Wir werden gehen? Wir werden gehen? So ist es. Wenn wir beenden wollen, was wir begonnen haben, gehen wir zusammen. Wir werden diese Welt verlassen und der Krieg der Götter wird nicht mehr sein. Und was ist noch zu tun? Was ist noch zu tun? König Roba und Zuben sind die Erwählten von Innos und Belia. Sie besitzen also auch göttliche Macht. Sie sind folgsame Diener, nichts weiter als Marionetten in einem Krieg, den sie nicht verstehen. Sie werden ihre Macht bestimmt nicht freiwillig aufgeben. Vermutlich nicht. Aber wenn wir die Welt befreien wollen, müssen sie genau das tun. Sprich mit ihnen, falls sie dir überhaupt noch zuhören. Und sorge dafür, dass ihre Macht vom Antlitz dieser Welt verschwindet. Ich sehe mal, was ich tun kann. Zuben ist tot? Zuben ist tot. Seine Macht ist nicht mehr auf dieser Welt. Und darauf kommt es an. Auch Belias Einfluss wird schwächer. Doch noch ist es nicht vorbei. Okay, ich habe den Stab des Wanderers. Ich habe den Stab des Wanderers. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Nun gut. Behalte ihn. Er wird uns noch nützlich sein. Okay. Also, es wird genau das passieren, was ich vorhabe. Ich werde hier alle ausschalten. Alle. Mal gucken. Also, es wird hier niemand mehr überstehen. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit den Orks an. Erstmal alle Orks ausschalten. Mal gucken. Ich porte mich vielleicht mal einmal zum... Nicht Zubins Palast. Nicht Bakaresh, Benerai, Bensala, Braga, Faring. Wo war denn das? Innostrein im Kloster. Ich sorge dafür, dass hier niemand mehr existiert. Warte mal, Milton müsste eigentlich hier sein, ne? Nee. Warte mal. Wir tragen den einen Ring ja nicht mehr. Hörnerhelm? Wo haben wir den denn her? Amulett des Eisschutzes, ein altes Amulett. So, was ist das hier für ein Ring? Schutz vor Geschossen? Kann ich sehen, wie ich jetzt aussehe? Wenn ich jetzt... Oh.
Okay, die sieht nice aus. Der Hörnerhelm gefällt mir. Kilian? So, die sind wahrscheinlich alle oben am Pennen, ne? Warte mal, meine Werte. Stärke 300, 233 Jagdgeschick. Altes Wissen. Es hat sich alles ein bisschen erhöht. Mann, was willst du? Mann, was willst du? Altus? Mann, was willst du? Achso, hier übrigens, hier ist schon mal ein Teil deiner Pflanzen. Hier ist schon mal ein Teil der Pflanzen. Sehr gut. Die kann ich gut gebrauchen. Drei fehlen noch, okay. Zeig mir deine Ware. So, hat er hier Mana-Pflanzen? So. Hier ist schon mal ein Teil der Pflanzen. Sehr gut. Die kann ich gut gebrauchen. Okay, der braucht noch vier Stück. Mann, was willst du? Habe ich ihm seine eigenen Mana-Pflanzen verkauft. Vier Stück braucht er noch. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. So, Mana-Pflanzen. Vier Stück. Ja, gut. Ich verkaufe ihnen ihren eigenen Scheiß. Es sind ja schließlich meine XP. Mann, was willst du? Hier sind deine Pflanzen. Hier sind deine Pflanzen. Gut. Ich halte mein Versprechen. Hier ist dein Gold. Und unterrichten werde ich dich natürlich auch. Okay, kannst du mir was bringen? Bring mir was über Alchemie bei. Mann, was willst du? So, einen Moment. Ich mach nochmal speichern. Und dann reise ich vielleicht einmal kurz zum Thronsaal von König Rover. So. Ich weiß, warum du gekommen bist. Ich weiß, was du getan hast. Und dennoch kannst du meine Entscheidung nicht verstehen. Du hast die göttlichen Artefakte zerstört. Um die Welt vom Krieg der Götter zu befreien. Du hast unser Volk verraten. Dein Volk. Der Krieg der Götter kann nicht enden, solange die göttliche Macht auf dieser Welt verbleibt. Du hast unsere Hoffnungen zerstört. Das Volk der Menschen ist zum Untergang verdammt. Nein, auch sie werden Frieden finden. Ein Frieden, den sie unter der Herrschaft Innos nie haben werden. Du hast die Artefakte zerstört, aber es gibt noch göttliche Macht auf dieser Welt. Ich trage die Macht Innos in mir. Es ist Zeit, diese Macht zurückzugeben. Ja, du sagst es. Es ist Zeit. Nun sieh, wie ein König zu kämpfen weiß. Dir wird ich helfen. Verdammt. Da! Ja, gut. Er ruckelt. So, okay, glaub, ist noch keine gute Idee. So, die Barriere muss ich aber auch irgendwie loswerden. Was machen wir jetzt? Ich will versuchen, auf jeden Fall die meisten von denen hier rauszulotsen. Aber auch König Rober irgendwie obwohl, das will ich später machen. Ich lade das nochmal. Das will ich später machen.
Ich würde vielleicht vorher erstmal Faringe zurückerobern wollen. Hier, da haben wir's. Faring. So, das lädt noch ein bisschen. So. Wie sind die mir gegenüber? Die sind noch alle. Die sind noch alle. Na, warte, Bürschchen. Wer ist da? Hä? Ich mach dich fertig. Was ist mit ihm? Jetzt ernsthaft, was ist mit dem? Ich lebe für den Sieg. So, Ali? Die haben Ali getötet, den letzten Assassin. Von denen weiß ich jetzt nicht, wer eigentlich ein Verbündeter sein könnte. Die haben einfach Ali getötet. So, aber was Faring angeht, ich würde hier die Strategie wie in... Wo sind die hin? Lass mich vorbei. Du bist kein Freund der Orks. Ich vertraue dir nicht. Okay. Was wäre... Warte mal, ich speichere mal. Ich mache dasselbe wie in Ishtar. Halt! Keinen... Ja. Noch... Du hast es so gewollt. Weg mit dir, Mora. Ich will mal wissen, wie es hier aussieht. Okay, hier sind die Schamanen. Hier sehe ich nichts. Einen Moment, Fackel. Komm wieder durch. Nein, jetzt stecke ich hier fest. Oder doch? So. Was ist los, Mora? Das ist Khan, das ist der Anführer. Sofort! Okay. Alarm! Eindringling! Sofort! So, wen haben wir hier? Alarm! Eindringling! Weg hier, Mora! Ah, hier sind die ganzen Sklaven. Verdammt! Alarm! Was ist los? Alarm! Eindringling! Alarm! So, was haben wir denn hier? Raus hier! Oder ich hack dich in Stück, Mora! Ah, hier haben wir noch so ein Belia-Ding, was die hier aufbauen wollen. Oh. Hab ich dich endlich! So. Weg hier, Mara! Oder ich hack dich in Stücke! Alarm! Eindringling! Die reagieren gar nicht. Okay, so, einen Moment. Die reagieren gar nicht mehr, oder? Was passiert, wenn ich jetzt weit genug weg bin und dann da wieder hinkriege? Die machen gar nichts, okay. So, was, wenn ich jetzt da wieder hingehen würde?
Okay, die werden wieder sauer. Bleib stehen, Mora! Ja, das laden wir auch nochmal neu. Und ich würde sagen, ab der nächsten Folge beginnen wir, Parding zu erobern. Und dann danach alles von den Menschen zu erobern. Würde ich sagen. Ist ja eh irgendwie nur noch so, dass wir sind ja das mittlere, den mittleren Weg. Daher würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.